Herzlich willkommen in Lehe. Im Kultviertel schlägt Bremerhavens Herz. Lehe befindet sich im Norden der Seestadt Bremerhavens. Hier trifft Hafentrubel auf Heimatgefühl. Vielfalt mischt sich mit Kreativität. Alteingesessene mit frisch zugezogene. Es duftet nach portugiesischen Pastéis und türkischem Mokka. Ein Stadtteil mit besonderer Anziehungskraft. Nette Leute treffen kann man in Lehe besonders gut. Ob einfach beim Spaziergang oder in den zahlreichen Cafés und Kulturstätten. Richtung City geht's auf die Kulturmeile Alte Bürger. Ein belebter Straßenzug, der mit vielen Bars, Restaurants und Ateliers die Menschen aus der ganzen Stadt lockt. Hier findet das renommierte Festival Kunst Raum Art Space statt. Ab ins Beet. Das Pop-up-Kiosk-Café auf dem Zollinlandplatz im Goethe-Quartier bietet einen Ort für Lebendigkeit und Gemeinschaft im Grünen. In dieser liebevoll gestalteten Stadtoase gibt es zahlreiche Kulturveranstaltungen, selbstgemachte Kuchen und Urban Gardening zum Mitmachen. Mehr Kunst und Kultur ist direkt um die Ecke im Goethe-Quartier. Die Goethe 45 und der Kunstverein versprechen ebenso viele neue Sinneseindrücke wie die meterhohen Graffitis an den Wänden der Gründerzeithäuser im Quartier. Viele dieser Häuser wurden aufwendig saniert und dienen jetzt als Orte der Vernetzung und Begegnung. Genauso anziehend ist auch das Kapitol in der Hafenstraße. Regelmäßig geben sich Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Kabarett, Satire und Kleinkunst die Klinke in die Hand. Auf der Hafenstraße beginnt die kulinarische Reise durch die vielen authentischen Restaurants, internationalen Lebensmittellädchen und regionalen Stände auf dem Wochenmarkt Ernst-Reuter-Platz. Im Einzelhandel gibt es fast nichts, das es nicht gibt. Meistens inklusive eines freundlichen Schnacks. Außergewöhnliche Fundstücke kann man auf dem traditionsreichen Flohmarkt Roter Sand ergattern. Neben vielfältigen Angeboten wie Schlagzeugkurse und einer Selbsthilfewerkstatt bietet der Lehe-Treff auch Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendkultur. Auch für Sportvereine wie dem OSC Bremerhaven oder der Lehe-Turnschaft ist Lehe eine gute Basis. In der Stadthalle und der Eisarena können die Spiele der Eisbären Bremerhaven und Fishtown Penguins live miterlebt werden. Zwischen vielen Sportangeboten lassen sich die Akkus am besten im Grünen aufladen. Im Gesundheitspark Speckenbüttel laden nicht nur Motorikpark, Fitnessparcours, Laufrunde, BMX-Tracks oder Buhlbahn zur sportlichen Bewegung ein, sondern auch weitläufige Liegewiesen, der Rosengarten und der Bootsteich zur Entspannung. Das Weidenschloss ist ein absolutes Highlight. Lehe ist für Außergewöhnliches bekannt. Das zeigt sich auch wieder beim Sport. Im Boulder Club geht es an den Kletterwänden in die Höhe. In der Area 46 tauchen sie in die bunte Welt des Lasertags ein. Mit zahlreichen Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen sowie Familienzentren haben Eltern eine gute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur im Stadtteil. Die Lage von Lehe könnte nicht optimaler sein. Zu Fuß in die Innenstadt ist genauso schnell möglich, wie einen Bus in die anderen Stadtteile oder in das Umland zu nehmen. Und falls einmal das Fernweh aufkommt, sind auch der Bahnhof Lehe und die Autobahn nicht weit entfernt. Lehe lebt. Das merkt man hier an allen Ecken. Werden Sie ein Teil davon. Die Gewoba hat eine Vielzahl attraktiver Wohnungen im Mietangebot. Ob es das Single-Apartment oder die gut geschnittene Studenten-WG ist, die kinderfreundliche Familienbleibe mit viel Platz zum Spielen oder die Pärchenwohnung mit neuem Bad und sonnigem Balkon. Bei der Gewoba in Lehe soll die Wohnung als Lebensmittelpunkt ein Ort zum Wohlfühlen und individuellem Entfalten sein. In einem der vermutlich spannendsten und vielfältigsten Orte im ganzen Nordwesten. Wir lieben Lehe. Gewoba.